Also für mich ist Umweltschutz und Klimaschutz eins der zentralen Themen aktuell. Darum glaube ich, dass es gerade in der Linken wichtig ist, sich dafür einzusetzen. Denn Klimaschutz und Umweltschutz funktioniert am besten, wenn man ihn nachhaltig und antikapitalistisch angeht. Die Lösung muss sein, dass Umweltschutz und Klimaschutz für alle Menschen erschwinglich ist und möglich ist und nicht nur für ein bestimmtes Klientel. Antikapitalismus ist deshalb der beste Umweltschutz, weil er ganzheitlich an die Dinge rangeht. Im Grunde genommen geht es darum, dass wir die soziale von der ökologischen Frage einfach nicht trennen können. Es ist wichtig, dass wir den Menschen stets mitnehmen. Das heißt nicht, dass wir es dulden, dass umweltschädliches Verhalten weiterhin toleriert wird. Aber wir müssen die Lasten des Klimaschäden und der Umweltzerstörung müssen wir gerecht auf alle verteilen. Und das ist das Wichtigste. Es gibt eine Studie, die besagt, dass 90 Unternehmen für 2/3 der CO2-Emissionen verantwortlich sind. Dementsprechend sind diese Unternehmen halt verantwortlich für einen Großteil des Klimawandels, und zwar einfach aus Profitinteressen. Dementsprechend muss halt eine sozial gerechte Gesellschaft her, damit wir das hinkriegen. Und andererseits ist es so, vor allem bei anderen politischen Parteien, die steuern in eine Richtung, wo Klimaschutz ein Privileg ist, wo man sich das leisten kann. Das funktioniert so aber nicht. Klimaschutz muss etwas sein, was die gesamte Gesellschaft schaffen kann, ob arm, reich, jung oder alt. Und deshalb brauchen wir halt eine sozial gerechte und antikapitalistische Form. Ich will, dass die Bahnpreise und Buspreise günstiger werden für alle. Ich will, dass wir mit dem Rad fahren können, ohne Angst haben müssen, umgefahren zu werden. Und ich will, dass man auch zu einer günstigen Miete an der Straße wohnen kann, wo nicht Abgase und Autolärm an der Tagesordnung sind. Ein anderer Punkt ist auch, dass wir die Massentierhaltung endlich beseitigen müssen in der Landwirtschaft. Es kann nicht sein, dass Tiere zusammengefercht werden an einen einzelnen Fleck, nur damit wir uns alle regelmäßig von Fleisch ernähren können. Umweltschutz ist vielseitig und kann auf die verschiedensten Weisen gelebt werden. Es erfordert ein Bewusstsein darüber, wie viel von jedem Einzelnen abhängt. Man muss sich darüber im Klaren sein, wie viel Macht jeder einzelne Mensch besitzt, durch kleine Gesten schon viel zu bewirken. Doch nicht jeder kann es sich leisten, im Biomarkt einkaufen zu gehen oder um die halbe Welt zu fahren zum nächsten Unverpacktladen. Ökologisch leben muss bezahlbar sein. Und dabei dürfen wir nicht beim einzelnen Menschen aufhören. In diesem Fall muss der Blick auch Richtung Konzerne und Staat gehen, die definitiv keine grüne Weste haben. Denn solange es günstiger ist, die Umwelt zu zerstören, als sie zu erhalten, wird sich nichts ändern. Eines der größten Probleme unserer Zeit ist es, dass man Preis und Wert scheinbar miteinander verwechselt und alles, was keinen Preis hat, offenbar wertlos ist. Wir kämpfen dafür, dass es sich alle Menschen leisten können, ihren Teil zu einem nachhaltigen Leben beizutragen. Kämpfst du mit uns? Wenn du wirklich etwas gegen den Klimawandel tun willst, wenn du willst, dass es dabei sozial gerecht zugeht, wenn du Lust hast, mit jungen, engagierten Menschen an großen Zielen zu arbeiten, wenn du Spaß an Politik und kreativen Aktionen hast und auch gern mal deine Grenzen austestest, dann bist du bei uns richtig.